Während bei Jung von Matt den ersten vier Gründern ihre Plakate präsentiert wurden, ist Ned auf dem Weg zu einem besonderen Außentermin. Sein Heinho, das Hemd in der Hose, soll heute einem echten Härtetest unterzogen werden. Herr Maschmeyer hat mich ja gebeten, mal auch in eine Tanzschule zu gehen und das Produkt einfach mal auch zu testen, zu schauen, wie reagiert das Produkt, wie bequem ist es. Und das werde ich heute tun. Neds Versuchskaninchen tanzen sich schon einmal warm, ohne überhaupt zu wissen, was da heute auf sie zukommt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Ned, ich bin der Erfinder von Heinho, ein Produkt, was dafür sorgt, dass das Hemd in der Hose bleibt. Aus Erfahrung gesprochen würde ich immer sagen, beim Tanzen ist es so, zuerst hat man das Hemd drin, beim spätestens zweiten Male reinstecken, hat man dann irgendwann die Nase voll, dann lässt man das Hemd draußen, aber dann sieht es halt nicht mehr schick aus. Für mich wäre halt heute wichtig, dass wir auch sehen, welche Stärken oder Schwächen das Produkt vor allem hat. Und ihr dürft auch gerne mal ein bisschen übertreiben, das heißt, ihr ein bisschen die Arme nach oben schwingen, dass wir auch mal schauen, wo die Ecken und Kanten des Produkts sind. Man sieht tatsächlich sehr viele Männer, die immer so ihr Hemd reinstopfen. Und ich denke mal, dass es endlich mal Zeit wird, dass jemand sowas in der Art erfindet. Und genau das hat Ned gemacht. Jetzt kommt es darauf an, ob der Heinho passt. Mein erster Eindruck von dem Tragekomfort ist okay. Nicht blendend bis jetzt, weil es natürlich erstmal ein Fremdkörper ist, den ich da trage. Muss mich dran gewöhnen, aber es ist okay bis jetzt. Ned ist gespannt, ob sein Baby den Stresstest übersteht und entdeckt sofort kleinere Probleme. Es sieht schon gut aus. Ich habe auch schon einen kleinen Fehler entdeckt, so am Hintern, diese Befestigung. Weil das sieht man, sollte man sich auch beim Tanzen vor allem nicht sehen. Deswegen habe ich schon mal einen guten Ansatz, woran ich noch weiter arbeiten kann. Doch bis auf diese erkannte Schwäche hält sein Heinho, was er verspricht. Das Hemd bleibt in der Hose. Ich bin sehr zufrieden. Man hat schon bei den ersten Bewegungen gesehen, dass Heinho hier einen super Job macht. Und bei dem anderen ist das Hemd auch gleich aus dem Bauch raus. Das war nicht so schick. So, ja, Patrick, wie sieht's erstmal bei dir aus? Ja, Hemd raus und es ist frisch gelüftet, aber es ist halt raus, ne? Ich habe dann auch kurz gesehen, dack, die eine Seite, dann bumm, beim nächsten die andere Seite. Wahnsinn, ne? Ja, Dennis, erzähl mal. Also vorne sitzt es wie eine Eins, als ob ich es gerade eben erst reingesteckt hätte. Es ist perfekt, es hat einen ganz, ganz tollen Halt, egal was ich gemacht habe. Ob ein Arm oder beide Hände gleichzeitig hoch, ist völlig egal, hat super gehalten. Ich bin der Meinung, dass genau das ist, was wir brauchen. Ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen, wenn ich im Unterricht stehe, falls ich was vormache in der Tanzhaltung, nach zwei Minuten gleich wieder hinter die Bar zu gehen und wieder das Hemd zu richten. Das ist so anstrengend und jedes Mal immer wieder nervenaufreibend und das ist eine super Erfindung. Kandidatin Anja hat einen Termin bei der Technischen Universität Berlin. Sie trifft den Leiter des Instituts für Strömungstechnik, um ihren Windschutz für Sonnenliegen zu testen. Also ich möchte mein Produkt halt komplettieren und wichtige Argumente aufzeigen, dass wenn man dann auf der Liege liegt, dass man da wirklich keine kalten Nieren kriegt. Und deswegen ist der Termin hier heute sehr wichtig. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Anja Jäger. Guten Morgen. Navid Nayeri. Der Ingenieur misst hier normalerweise Windwiderstände von Autos oder Lkw. Ich habe ein Tuch, das der Prototyp entwickelt, was man seitlich an die Liege spannt. Und somit die Seitenwinde fast komplett ausschalten kann. Ah ja, das heißt, wenn jemand da drauf liegt, dann ist er praktisch im Windschatten so ein bisschen. Richtig. Und wird nicht genervt vom Wind und Richtig. Irgendwie kriegt nicht Sand ins Gesicht ja. Und so. Das ist die Absicht dahinter. Ja. Ich denke mal, dass wir das heute testen sollten, inwieweit der Wind mit und ohne über die Liege geht. Sonnenliegen sind jetzt nicht unbedingt unser Schwerpunkt in der Forschung, aber wir finden die Idee sehr spannend und das unterstützen wir gerne mit unserem Know-how und mit unserer Einrichtung. Um die Windströmung sichtbar zu machen, bedient sich Dr. Nayeri eines Tricks. Ich tue mal jetzt so, als wenn der Rauch ein Mensch wäre. Und dann sehen wir, wie der Wind den Rauch wegleitet. Und ja. Das ist da ein Maß dafür, wie sehr auch der Mensch dann von dem Wind angeströmt wird. Okay. Also ich erhoffe mir jetzt von dieser Nebelmaschine, dass sie ganz klar zeigt, mit und ohne Tuch, was das für eine Wirkung hat, dieses Segel. Am Computer wird die Windstärke, die das Gerät simuliert, eingestellt. So, wir werden jetzt auf 20 bis 30 km/h hochfahren, hier in diesem Bereich. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Man hat sehr schön gesehen, wie der Rauch sofort vom Wind weggetragen wurde. Egal an welcher Stelle man war, ob man hier mehr im Brustkorbbereich oder im Beinbereich war. Also da pfiff der Wind richtig drüber, ja. Fand ich. Ja. War gut zu sehen. Aber es wird auf alle Fälle eine erhebliche Verbesserung sein, wenn das Tuch jetzt dran ist. Mhm. Okay. Der Fachmann ist skeptisch. Jetzt wird sich zeigen, ob Anjas Windschutzerfindung wirklich was kann. In Anwesenheit des Tuches war der Rauch viel beruhigter. Und damit hat man zeigen können, dass mit dem Tuch ist die Zone, wo der Mensch liegt, auf der Liege, viel mehr vom Wind beruhigt als ohne Tuch. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, dass dieses Tuch auch dafür sorgt, dass der Wind praktisch um die Liege rumgeleitet wird und auch zum Beispiel Sand, was mit dem Wind transportiert wird, um die Person, die auf der Liege liegt, herumgeleitet wird. Im Gegensatz zu dem Fall, wo kein Tuch da ist, wo das dann direkt auf die Person treffen wird. Also ich denke mal, wir haben gezeigt, dass wirklich ihr Tuch eine windberuhigte Zone schafft, was natürlich sehr angenehm sein muss für jemanden, der diese Liege benutzt. Nee, war ein Erfolg, würde ich sagen. Gratuliere. Oh, vielen Dank. Oh, ich habe immer noch Gänsehaut überall. Und ich bin so froh, dass dieser Test gemacht wurde und dass ich da wirklich jetzt belegen kann für den Herrn Maschmeyer, dass das Tuch den Wind abhält, nicht komplett ausschaltet, aber eine erhebliche Verbesserung darstellt. Test erfolgreich bestanden. Are you with me?